Obwohl der Unterricht schon lange zu Ende ist, sitzen Tim, Karl, Klößchen und Gabi, kurz TKKG, mit anderen Freiwilligen noch immer im Klassenzimmer. Warum? Nun, als neuer Vertrauenslehrer hat Mathe-Pauker Albertsen die Idee gehabt, zwei Gastredner einzuladen. Ihr Thema lautet Jugendliche im Gefängnis. Wie ihr gesehen habt, ist Jugendstrafe nicht dasselbe wie Freiheitsstrafe. David, nicht wahr, musste zum Beispiel erst lernen, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Ich helfe ihm dabei, eigenverantwortlich in Freiheit zu handeln. Jo, ohne Thilo hier wäre ich längst total abgedriftet. Er passt auf, dass ich sauber bleibe. Keine Autos mehr knacken und so. War super, dass ich im Knast eine Ausbildung machen konnte. Als Maschinenbaumechaniker. Ja, Tim? Nichts gegen dich, David. Aber ich finde es unfair, dass jemand, der Mist gebaut hat, auch noch mit einer Lehrstelle belohnt wird. Und Schulabgänger wie wir, die nie kriminell waren, haben dagegen totalen Stress mit der Lehrstellensuche. Das ist doch voll ungerecht. Etwas Starthilfe kann jeder gebrauchen, da hast du recht, Tim. Aber wenn es bei dir mal nicht so läuft, wie du es gern hättest, bleibst du sicher gesetzestreu, nehme ich an. Wir bemühen uns, denen zu helfen, denen das nicht so leicht fällt. Oskar, nein, sei brav. Da ist wohl noch jemand, der wieder in die Freiheit will. Nun, Gabi, dein Vater ist doch bei der Polizei. Vielleicht sollten wir ihn auch mal zu diesem Thema einladen. Wie? Ja, stimmt. Mein Vater ist Kommissar. Er brütet gerade über einem sehr kniffligen Fall und hat wenig Zeit. Kusch, sei brav. Aber ich frag ihn mal, Herr Albertsen. Vielleicht nimmt er mich ja auch mal mit ins Gefängnis. Dann könnte ich dort für die Schülerzeitung ein Interview mit einem Insassen machen. Mit einem Knacki? Eine sehr gute Idee, Gabi. Nun wollen wir uns aber von David und Thilo verabschieden. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Was steht bei euch als nächstes an? Eine eigene Wohnung und einen richtigen Arbeitsplatz suchen, oder? Meister? Eins nach dem anderen. Ich habe ihm vorerst eine Bleibe besorgen können und einen Aushilfsjob. David, du musst los. Du weißt ja, was mit deinem Chef ausgemacht war. Jo, Meister! Halt, bevor hier alle geht. Ich mache eine Umfrage zu Halloween und verteile Zettel. Es geht um Sauerlich-Schokolade. Oh. Hey, Leute! Oh Mann, unser Klößchen. Aber sag mal, Gabi, was ist denn das für ein Fall, an dem dein Vater dran ist? Das lässt sich bestimmt herausfinden. Ihr lasst mich doch nicht hängen, oder Jungs? Klar, wir sind doch ein Team. Ich wollte schon immer mal was für die Schülerzeitung machen. Aber dass du in den Knast willst, ich weiß nicht recht. Knast muss die Hölle sein. Ich bleibe lieber auf der Schokoladenseite des Lebens. Ganz deiner Meinung, Oskar. Worüber wohl Gabis Vater, Kommissar Glockner, auf dem Polizeirevier zurzeit so stark grübelt? Wird daraus vielleicht sogar ein Fall für TKKG? Nun, wir werden sehen. Mensch, Papi! Wie hältst du das hier bloß aus? Was ist denn nun schon wieder mit dem Verwahrungsschrank? Entschuldige, Gabi, was hast du gesagt? Liegt etwas Wichtiges an? Kann man wohl sagen. Welcher Fall nimmt dich so in Anspruch? Du, Papi, würdest du mal in unserer Schule einen Vortrag über deine Arbeit halten? Och, Gabi, tut mir leid, aber ich habe gerade an die 1000 Fakten zu denken. Was ich nicht offiziell schwarz auf weiß vorliegen habe, blende ich einfach aus. So verlangt es der Job. Na, Hauptsache, du erinnerst dich noch an mich. Und zwar ohne, dass ich meine Geburtsurkunde vorlege. So eine Rohrpost gibt es auch an der Kasse im Baumarkt. Ich weiß, damit werden die Tageseinnahmen versandt. Bei uns soll sie Botengänge ersparen. Na ja. Hallo, Gabi. Was tippst du denn da? Ach,
Ach, ich übe bloß blind mit 10 Fingern zu tippen. Aber ich mogle mehr, als die Polizei erlaubt. Gabi, mein Schummelieschen. Ach, Tim, du glaubst es nicht. Papi hat mich voll abblitzen lassen. Er steckt voll in seinem Papierkram. Was habe ich nun davon, dass ich den Mund so voll genommen habe? Dann hast du also deinen Knastbesuch nicht zur Sprache gebracht. Ja, aber du hattest ja versprochen, deinen Vater in die Schule einzuladen. Besorg dir doch eine offizielle Einladung. Von Albertsen. Dann wirkt es amtlich. Hey, super Idee, Tim! Ah, Herr Albertsen. Sie unterhalten sich noch mit Herrn Kruschwitz. Wie du siehst, sag bloß. Gabi, hast du da wieder Oskar in deiner Tasche stecken? Ja, denn ich weiß doch, dass er nicht durch die Räume tollen darf. Gehen Sie noch immer mit Frau Schmeichel? Wen könnte man noch in die Schule einladen? Können Sie mir für meinen Vater eine offizielle Einladung mitgeben? Du meinst als Gastredner für die Schule in der Reihe Wir und die Welt da draußen? So nenne ich meine kleine Initiative beim Direktor. Von ihm brauche ich auch eine Unterschrift. Ansonsten ist die Einladung kein Problem. Klasse! Ach, nur der Form halber. Mein Vater heißt mit Vornamen Emil. Herr Albertsen, haben Sie einen Augenblick Zeit? Es dreht sich doch nicht schon wieder um ein Matheproblem, oder, Karl? Diesmal nicht, ich schwör's. Verdienen Sie gut in Ihrem Job? Was ist das für eine tolle Armbanduhr, die Sie da tragen? Wie? Ach, ja, meine Uhr. All die technischen Spielereien. Ein Geschenk. Ich finde sie ein wenig protzig, aber sie ist schon was ganz Besonderes. Sieht aus wie ein Designermodell. Kann ich auch was für die Schülerzeitung schreiben? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Ich bin Kommissar Glockner einmal beim Elternsprechtag begegnet. Allerdings flüchtig. Er scheint ein vielbeschäftigter Mann zu sein. Aber auch verdammt zuverlässig. Wie oft er uns schon geholfen hat, wenn es brenzlig wurde. Müssen Sie die Aktenberge ganz alleine bewältigen? Haben Sie viele Kontakte ins Gefängnis? Das bringt der Dienst mit sich. Du glaubst gar nicht, wie viele Strafgefangene einsitzen, weil ich ihnen auf die Schliche gekommen bin. Einige begegnen mir mit Respekt und geben bei Bedarf freiwillig Auskunft. Andere wollen sich rächen oder verachten mich. Das hält sich die Waage. Mann, Sie haben echt gelernt, mit vielen Feinden zu leben. Hier ist ein kleiner Energieschub für Sie. Eine Halloween-Praline. Darf ich Ihnen auch einen Fragebogen dalassen? Keine Angst, es eilt nicht. Na gut, warum nicht, wenn ich dann meine Ruhe habe? Nur wohin damit? Sie haben Post. Die muss warten. Ach, leg doch deinen Fragebogen einfach irgendwo hin, wo du Platz findest. Okay, erstmal wegpacken und dann weitersehen. Darf ich gerade mal? Yep. Hier könnte ich doch meinen Fragebogen deponieren. Aber wenn Glockner nach mir seine Rohrpost öffnet, verschwindet mein Fragebogen auf Nimmerwiedersehen. So eine Rohrpost habe ich noch nie aus nächster Nähe gesehen. Ah, Herr Glockner, darf ich Ihre Rohrpost öffnen? Ja, von mir aus. Leg den Inhalt zu den anderen Papieren. Aber wenn Glockner nach mir seine Rohrpost öffnet... Aha! Oh, eine Aktennotiz. Grüß dich, Emil, altes Haus. Ich habe erfahren, dass dein Termin in der JVA steht. Um des lieben Friedens willen, bring Hettner endlich zum Singen, damit wir alle den Fall abhaken können. Du packst es.
JVA bedeutet Justizvollzugsanstalt und die steht für das Gefängnis. Mann, das ist die Gelegenheit für Gabi. So, ab in die Ablage. Fehlt noch die Krönung des Ganzen. Nett, adrett und komplett. Also Thilo, das ist wirklich interessant. Ich hätte nie gedacht, wie viele Wege es gibt, rasch zu Geld zu kommen. Und das so gut wie legal. An mir ist ein Anlageberater verloren gegangen. Wenn du, mein Freund, einen Tipp brauchst, nicht wahr? Ah, Herr Kruschwitz, gut, dass Sie noch da sind. Gehen Sie noch immer mit Frau Schmeichel? Haben Sie an die Einladung für meinen Vater gedacht? Gabi, ich rede noch mit Herrn Kruschwitz. Auf die paar Minuten kommt es doch wohl nicht an. Entschuldigung. Na, Oskar? Die beiden haben sich wohl festgequatscht. Was haben Sie denn für Finanztipps auf Lager? Wer darf denn eigentlich Jugendliche im Knast besuchen? Wo arbeitet David jetzt eigentlich? Im kleinen Horrorladen bei einem Herrn Behring. Dank Halloween brummt sein Geschäft wieder. Allerdings hat er ziemlich schräge Kundschaft. Behring? Knut Behring? Aber den kennen wir doch von früher. Ich weiß genau, wo der Laden ist. Keine Angst, Oskar. Ist das eine neue Klingel, die Sie da haben, Herr Behring? Oh ja, wir haben sie Gespensterreigen getauft. Lassen Sie mich raten. Eine Erfindung von Ihnen und David Schulz. Ist David sehr begabt? Haben Sie mal von einem Sträfling namens Heppner gehört? Ich kenne ihn nicht näher, aber er bastelt im Knast mit anderen Sträflingen Spielzeug, das an Weihnachten dem Waisenhaus gestiftet wird. Darüber habe ich in der Zeitung gelesen. Seit neuestem fertigt er kleine Kürbislampen an. Mal sehen. Unsere Kunden lieben Artikel aus dem Gefängnis. Jetzt fehlt bloß noch ein Versandkatalog der Marke Knackimann. Tag, Herr Behring. Was denn? Sie haben ja gar keine Schokokürbisse. Ach nee, Willi Sauerlich. Freilich kann ich mit Pralinen dienen. In allen Horrorvarianten. Von der Firma Rotten Stuff. Willst du welche bestellen? Aus dem Ausland? Das ist nun wirklich gruselig. Mein Vater hat eine neue Kreation Pralinen, die Sie interessieren dürfte. Garantiert besser als jeder Import. Ach, du betreibst Marktforschung. Okay, her damit. Wie beurteilen Sie den Geschmack? Sehr gut, gut, geht so, schlecht? Na, ich sag mal, gut. Ja. Nö. Aha. Ich behalte den Bogen mal zur Erinnerung da. Vielleicht bestelle ich ein paar Sauerlich-Pralinen. Ja. Was? Wahnsinn! Nur, ehrlich gesagt, wir sind noch in der Testphase. Für den Preis? Das nenne ich mehr als angemessen. Ich sag's ja immer, man muss nur die richtigen Leute kennen. Ohne Vitamin B läuft nichts im Leben. Also wenn du dir und deiner Braut einen Gefallen tun möchtest,
Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, nicht wahr? Oh, gab es denn etwas zu lauschen? Sie wissen doch, wie man mich ganz schnell loswerden kann, nicht wahr? Was tut man nicht alles, um sich in Ruhe unterhalten zu können? Also gut, Willi, Nervensäge, sauerlich. Her mit deinem Bogen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei eine Hand wäscht die andere. Donnerwetter, schon so spät? Ich muss los. Für mich bitte keine Pralinen, danke. Jetzt hast du mir meinen Gast vergrault. Ich hoffe, du bist zufrieden. Na los, Abgang. Oh, ist Herr Kruschwitz gegangen? Ja, leider. Ach, da fällt mir ein, die Einladung an deinen Vater liegt nebenan. Du siehst, ich habe mich gleich nützlich gemacht. Herr Albertsen, Sie sind ein Schatz. Wo liegt denn nun die Einladung? Ah, da ist ja Papis Einladung. Ich bin gespannt, ob Tim recht hatte. Was meinst du, Oskar? Ich habe hier etwas von der Schule. Es betrifft mich, weil ich... Nun lies es selbst. Was denn? Meine Tochter bekommt einen blauen Brief? Na, zeig her. Werd dir schon nicht den Kopf abreißen. Psst, Oskar. Das ist was Offizielles. Da hast du mich aber fein rangekriegt. Eine Einladung, oh Mann. Was soll ich den Kids denn erzählen? Wohl ist mir nicht dabei. Das ist schon geregelt, Papi. Ich weiß, dass du in Kürze diesen Heppner im Knast besuchst. Da will ich mit. Und gemeinsam berichten wir darüber. Kommt überhaupt nicht in Frage. Woher weißt du überhaupt? Obwohl, ein ach so harmloses Interview mit Heppner, das wäre gar kein schlechter Schachzug. Okay, hör zu. Ich sage nicht ja, aber auch nicht nein. Ich muss erst die Unterlagen zu Heppner anfordern. Denk du dir ein paar Fragen aus, hm? Genau, für die Schülerzeitung. Papi, das wäre eine Wucht, wenn ich mit darf. Ehrlich, ich kann es kaum erwarten. Kleiner Hund hat Angst. Kein Wunder. Zu viel Kram, der falsche Furcht schafft. Vielleicht hat er ja vor Ihnen Angst. Er ist so unschuldig. Nicht zu vergleichen mit dem, den ich suche. Die Manifestation des Teufels. Bargast, Girtrasch, Heuler, schwarz wie die Nacht, mit der sich die Ungeheuer umgeben, in Wäldern, Mooren und auf Friedhöfen. Suchen Sie hier etwas Bestimmtes? Sie suchen also Ihren Hund? Suchen Sie hier etwas Bestimmtes? Ich amüsiere mich mit billigem Tand. Schlägt tot die Zeit, bis es Sinn macht, meine Feldstudie fortzusetzen. Die Geduld wird sich auszahlen, die Gelegenheit sich ergeben, wenn die Faktoren stimmen. Zeigt er sich! Alles klar. Hallo, Herr Behring. Na, wer sagt's denn? Tim von TKKG. Langes her, was? Wie du siehst, mich gibt's immer noch. Ja, und ihr Laden scheint zu brummen.
Kommen Sie finanziell gut über die Runden? Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? David? Der Junge ist okay. Kaum zu glauben, dass er mal Ärger mit dem Gesetz hatte. Ich halte viel von seinen Fähigkeiten. Ich nehme an, Sie meinen nicht sein Talent als Autoknacker. Guten Tag. Guten Tag. Oh, wen haben wir denn da? Karl Vierstein. Ganz recht. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Woher beziehen Sie Ihr Sortiment? Haben Sie einen besonderen Bezug zu Gefängnissen? Du meinst diese dunklen Gefilde staatlicher Obhut mit sadistischen Wärtern, Folterkellern und elektrischem Stuhl? Ich dachte eher an unseren Kulturkreis, nicht an Horrorfilme. Meinen Sie mich? Wie? Nein, nein, Karl. Da ist nur so ein nerviger Kunde. Ein unentschlossener Klugscheißer, der nie was kauft. Offenbar ist er nicht ganz dicht. Gerade ist er wieder raus. Ah, und da haben Sie sich ganz ohne Worte etwas Luft gemacht, verstehe. Bitte sehr, mein Herr. Was soll das sein? Sieht mir sehr nach Humbug aus, sehr nach Humbug. Guter Mann, wie ich bereits sagte, das sind alles Gruselklassiker, Partygags und Scherzartikel. Aber sich lustig machen über Vampire, Vampire, den Homo sapiens immortus, die Broxa, Ventala, Alchanchu, Aseman, Sukuvan, Bayang, allesamt blutdürstig und Meister der Verwandlung. Wo bleibt die Ehrfurcht? Wo? Es gab also wirklich Vampire? Sind Sie Wissenschaftler? Laienhaft gesprochen, ich suche nach verborgenen Tieren. Dabei bediene ich mich vieler Quellen, nicht nur Spuren oder Fotos. Sehr aufschlussreich sind Legenden, Märchen und Mythen von Ureinwohnern. Sehr aufschlussreich. Verstehe. In jeder Sage steckt ein Körnchen Wahrheit. Kann ich auch was für die Schülerzeitung schreiben? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kann ich auch was für die Schülerzeitung schreiben? Das musst du nächste Woche mit Achim und Silke aus der 9a abklären, wenn sie von der Klassenfahrt zurück sind. Du weißt, sie haben derzeit die Redaktionsleitung inne. Ich fungiere nur vorübergehend als Ansprechpartner. Soviel ich weiß, hast du den beiden doch längst was reingereicht, Karl. Ja, schon. Aber mit meinen Berichten aus Wissenschaft und Forschung stoße ich bei denen bloß auf taube Ohren. Ach, Karl, du hast ja nicht wirklich etwas mit der Schülerzeitung zu schaffen, also solltest du besser nicht. Du verstehst schon. Sind Sie Wissenschaft? Es gab also wirklich Vampire. Du bist skeptisch. Das ist gut, sehr gut. Selbst Bram Stoker, der Autor von Dracula, irrte im Detail. Als er 1899 die Kryptozoologische Gesellschaft in London besuchte und die wahren Fakten erfuhr, war sein Roman bereits erschienen. Kryptozoologische Gesellschaft? Enorm. Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? Kommen Sie finanziell gut über die Runden? Gerade zu Halloween mache ich massig Kohle. Schulden habe ich keine mehr. Darum verzeihe ich euch auch großmütig, dass ihr mir damals in die Quere gekommen seid, als es um das Erbe meines Onkels ging. Gut, schwamm drüber. Kann ich auch was für die Schülerzeitung schreiben? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kann ich auch das?
gab also wirklich... Sind Sie Wissenschaftler? Laien, das ist Privatbereich. Wie macht sich denn Ihr Neu... Kommen Sie finanziell gut über... Transformation. Transformation, das ist es, was Werwölfe so interessant macht. Sie sehen wie Menschen aus und doch tragen sie vermutlich ein Virus in sich, das sie verwandelt. Ein Virus. Das ist doch Mumpitz. Bei mir geht's nur um den Spaß im Verkleiden und Schrecken einjagen. Ein Werwolfsvirus, so ein Quatsch. Mumpitz? Bei Vollmond gegen den eigenen Willen zur Bestie zu werden? Bitte sehr, das ist mehr als eine Halloween-Maske aufzusetzen. Wie sieht ein Werwolf Ihrer Meinung nach aus? Ist Werwolfsein wirklich ansteckend? Bei einem Biss gelangt womöglich ein Virus ins Blut, das Wolfsgene rüberkopiert. Ein bisschen so wie beim Computervirus. Die Gene schlafen aber dann. Die Theorie besagt, ob Stress, ob Vollmond, der Wolf erwacht. Das sind doch Hirngespinste. Hat Halloween eine lange Tradition? Was geschieht in der Nacht des 31. Oktober? Wer weiß? Einst machten die Christen große Feuer zum Dank für die Ernte des Jahres. Sie legten traditionell Steine in die Flammen, einen für jedes Familienmitglied. Am nächsten Morgen wurde die Asche gesiebt. Fehlte ein Stein oder war er beschädigt, hieß es, der Gemeinte würde noch im Laufe des Jahres sterben. Nur gut, dass wir nicht so abergläubisch sind wie die amerikanischen Siedler, oder? Ist Werwolf sein wirklich? Wie sieht ein Werwolf Ihrer Meinung nach aus? Riesig! Stell dir einen Gorilla vor. Stell dir einen Wolf vor. Und nun kreuze beide. Es gibt da interessante Feldstudien. Sehr interessant. Unheimlich. Ach, Karl. Du kennst dich doch mit diesen neuen Fotoapparaten aus. Sieh dir doch mal unsere Schulkamera an und sag mir, ob du damit klarkommen würdest. Mach ich. Die Digitalkamera liegt im Raum nebenan. Ah, da liegt ja die Kamera. Cool. Eine Kamera mit Flashcard. Damit ist es ein Kinderspiel, Fotos auf den Rechner zu überspielen. Am besten, ich setze die Flashcard gleich mal ein. Da gehört sie hin. Albertson mag viel Ahnung haben, aber damit kennt er sich offenbar weniger aus. Oh, ich habe den Bildschirmschoner deaktiviert. Vorsicht, Munition. Um was es dabei wohl geht? Auf jeden Fall fehlt da noch ein Foto. Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kann ich auch was für die Schülerzeitung? Das. Also mit der Kamera käme ich leicht zurecht. Soll ich etwas fotografieren? Die beiden von der Schülerzeitung haben vergessen, sich um eine Aufnahme des Geländes zu kümmern, wo demnächst eine Bunkeranlage abgerissen wird. Den Artikel dazu gibt es längst. Er warnt die Schüler, sich dort herumzutreiben. Könntest du ein Foto schießen? Das Areal heißt Hageforst Süd. Ich werde mein Bestes geben. Ein Auftrag für die Schülerzeitung. Und das ist erst der Anfang. Nanu, was machen Sie denn hier? Junge, bin ich erschrocken. Mein Name ist Wieslaw Profitlich. Ich bin Professor für Kryptozoologie und betreibe Feldforschung.
Vielleicht kennst du mein Buch Kryptidendämmerung. Nein, das ist mir nicht geläufig. Ich will mal meinen Job erledigen. Im Namen der Wissenschaft, tu das nicht. Es könnte meine Feldstudie ruinieren. Ja, ruinieren. Meinetwegen. Ich kann auch später wiederkommen. Bist du sauer, Tim? Geht so. Ich kapiere nicht, wieso ausgerechnet dein Vater dich in Gefahr bringt. Am liebsten würde ich mitkommen. Ins Gefängnis? Nachher fällst du mir noch aus der Rolle, lieber Prinz. Papi kannst du vertrauen, weißt du doch. Sag mal, Tim. Was ist denn los mit dir, dass du dich dauernd hier herumdrückst und ein Gesicht ziehst? Okay, nun mal raus mit der Sprache. Es geht um diesen Heppner. Was ist das für einer? Wie sieht er überhaupt aus? Bodo Heppner, 35 Jahre alt, 1,90 Meter groß, breitschultriger, sehniger Typ, schwarze Haare, trimmt gerne seinen Bart, besonderes Kennzeichen, ein Kinngrübchen sowie eine tätowierte Schlange am Nackenansatz. Seine Führung ist vorbildlich und so weiter und so weiter. Sieh mal in die Ablage. Da muss ein Foto liegen. Und jetzt entschuldige. So. Wo ist nun das Foto von diesem Knacki? Sehr gefährlich sieht Heppner wirklich nicht aus. Und die Frau da? Ist das seine Mutter? Herr Glockner? Nein, das ist eine Zeugin gewesen, Frau Michels. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch lebt. Egal. Die alte Dame war zum Zeitpunkt des Überfalls in der Bank und hatte Bodo Heppner ohne Maske gesehen. Ich erinnere mich an die Gegenüberstellung. Sie lief völlig aus dem Ruder, weil die Dame Heppner am liebsten übers Knie gelegt hätte. Ja, ich sehe schon. Trotzdem, ich würde dem Kerl nicht über den Weg trauen. Du siehst so aus, als gäbe es Neuigkeiten. Ich bin mehr denn je entschlossen, dich ins Gefängnis mitzunehmen. Allerdings warte ich noch auf einen Rückruf, ob eine Genehmigung vorliegt, dass meine Tochter mitkommt. Wir werden Heppner wahrscheinlich direkt in seiner Zelle aufsuchen. In der JVA Hollergrund. Super, ich bin dabei. Du schon wieder? Wie oft soll ich dir noch versichern, dass ich Gabi hüte wie meinen Augapfel? Aber sie benutzen sie als Lockvogel. Ich dachte immer, ihnen würde die Familie über die Karriere gehen. Sie sind doch sonst ein Vorbild an Gerechtigkeit. Tim, das muss aufhören. Meine Entscheidung ist gefallen. Respektiere sie, wie du es sonst immer tust. Und jetzt will ich, dass du nicht so bald wieder hier antanzt. Gott, was ist denn mit diesem dämlichen Schrank los? Tim muss sie ja ganz schön auf die Palme gebracht haben. Auf diese Knastgeschichte ist er nicht gut zu sprechen, was? Du sagst es. Dabei habe ich eurem Häuptling extra ein Bild des Sträflings gezeigt. Heppner ist im Grunde harmlos. Sieh es dir selbst an. Meinen Sie dieses Foto im Hefter? Heppner und diese alte Dame. Kommissar Glockner, wissen Sie, ob die Frau auf dem Foto noch lebt? Als Tim fragte, war ich mir nicht sicher. Aber ein Kollege meinte gerade, Martha Michels gehe es gut. Sie leitet eine kleine Katzenpension am Ollenhauer Weg. Das wollen wir ihr gönnen, nach der vielen Aufregung damals. Sicher. Und was ist nun eigentlich mit meinem Fragebogen, Herr Glockner? Ich kann ihn nirgends entdecken. Ich höre immer nur Schokolade hier, Schokolade da. Ich sage dir das Gleiche, was ich Tim gesagt habe. Halte dich ab sofort von meinem Arbeitsplatz fern. Und nun geh. Unglaublich, dass die alte Schachtel noch lebt.
Wahrscheinlich ist sie auf Vertreter schlecht zu sprechen. Da werde ich das Thema Schokolade schön sein lassen. Hi, ich bin Willi Sauerlich. Klößchen. Von TKKG. Deine Freunde heißen Tim, eigentlich Peter Karsten, Karl Vierstein und Gabriele Glockner. Du isst ständig Schokolade und nervst alle damit. Und ich wette, in deinen Taschen hast du ein paar unverschämt leckere Kalorienbomben versteckt. Wohl bekomm's. Boah, stimmt alles. Wie haben Sie damals den Banküberfall erlebt? Waren Sie mal selber bei der Polizei? Wie haben Sie damals... Hast du etwas Zeit mitgebracht? Dann will ich es dir erzählen. Nur zu. Es war im Frühjahr 2002. Der Euro hatte gerade die D-Mark abgelöst, die Pfründner Bank war entschlossen, die Kassierer schleunigst durch Geldautomaten zu ersetzen. Darum hatte jeder Kunde viele Fragen und das Anstehen dauerte seine Zeit. Also stand ich in der Schlange und sah zu, wie eine junge Mutter mit ihrem Kind schäkerte. Plötzlich tauchte ein maskierter Mann auf. Niemand hatte ihn kommen hören. Ein Bankräuber. Mir wurde ganz anders. Hände hoch, das ist ein Überfall, alle auf dem Boden, sagte der Kerl. Und von der Kassiererin verlangte er, dass sie ihm alles Geld gab, was in Reichweite lag. Nun bin ich ja nicht mehr die Jüngste und deutete bloß eine Kniebeuge an. Dabei bemerkte ich zwei Umstände. Erstens, der Typ hatte keinen Komplizen und somit keine Deckung. Zweitens, er trug Fahrradklammern an der Hose. Ich konnte nur hoffen, dass die Kassiererin schlau genug war, unbemerkt Alarm zu schlagen. Und da kam die Polizei schon. Der Bankräuber stand unschlüssig da, seine Beute unterm Arm, die Waffe gesenkt. Ich dachte an das arme Baby, also schlug ich dem Gauner die Waffe aus der Hand, wobei die Maske verrutschte. Plötzlich stand ich Heppner Auge in Auge gegenüber. Sein Groll war unverkennbar. Mir wurde ganz flau. Er packte mich. Wahrscheinlich rechnete er sich bessere Chancen aus, wenn er mich als Geisel nahm. Ich weiß noch, dass ich so etwas sagte wie: Mach dich doch nicht unglücklich, Junge. Billig, aber wahr. Er sah zu, dass er aus der Tür kam. Ohne mich. Puh, Glück gehabt. Dann traf Kommissar Glockner ein. Ich erzählte ihm, was geschehen war. Der Mann auf dem Fahrrad, er ist es gewesen. Und damit begann die Fahndung. In deren Verlauf verlor man Heppner immer wieder aus den Augen. Es war Berufsverkehr und eine unangemeldete Demonstration versperrte die Innenstadt. Keine Ahnung, wo Heppner sich herumgetrieben hat, bevor man ihn dann doch noch stellte. Von der Beute fehlte hinterher jede Spur. Wenigstens konnte ich ihn einwandfrei identifizieren. Darum sitzt er jetzt ein. Mann, das hätte alles furchtbar in die Hose gehen können, Frau Michels. Ich würde niemandem empfehlen, in einer solchen Situation zu handeln, wie ich es tat. Ich habe in dem Augenblick einfach nicht an mich gedacht. Ich wollte vermeiden, dass es zu einer Schießerei kommt, schon wegen des Babys. Fittlich? Professor! Sind Sie das? Das ist mir nicht geheuer. Ich sollte mein Foto schießen und machen, dass ich wegkomme. So, dann will ich mal meinen Job erledigen. Na also! Super! Hey, was ist das? Ein Hund! Ein sehr großer Hund! Der Canis Diabolus! Ich fass es nicht! Wo ist er hin? Ich Idiot! Warum habe ich kein Foto gemacht? Ob ich nicht noch mal ein paar Schritte... Ach, nein, das ist mir zu riskant. Ich habe das Foto vom Bunkergelände gemacht. Prima. Bitte setz es doch gleich in den Artikel ein. Noch ist Platz für Gabis Interview. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es rechtzeitig schafft. Na,
Bestimmt wird sich ein Ersatzartikel finden lassen. Mit Sicherheit. Und hinein damit. Na, wer sagt's denn? Endlich stammt in der Schülerzeitung mal etwas von mir. Schade, dass ich zu früh abgedrückt habe. Sonst wird die Überschrift jetzt lauten, legendärer schwarzer Hund gesichtet. Sucht Albertsen nicht nach einem Ersatz für Gabis Artikel? Dann brauche ich die Kamera und Flashcard eventuell noch. Ich muss zusehen, dass Albertsen mir eine Chance gibt. Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Kann ich nicht den Ersatzartikel schreiben? Du meinst, falls Gabi zu lange braucht? Ich kann dir nichts versprechen, aber wenn du eine Idee hast, sich im Schreiben zu üben, kann nie verkehrt sein. Allerdings brauche ich die Kamera noch ein Weilchen. Bildmaterial. Hi Gabi. Was denn, du hast einen Laptop? Das Teil gehört eigentlich Mami. Sie hat es von Papi geschenkt bekommen. Aber so richtig kann sie sich nicht damit anfreunden. Verstehe. Und so ist das Wunder der Technik beim Töchterlein gelandet. Ist die Sache mit der Kryptozoologie nicht unglaublich spannend? Kann ja gut sein, dass du ein wildes Tier gesehen hast. Aber wohl kaum eins, das die Wissenschaft nicht schon kennt. Aber der Professor hatte recht. Da treibt sich etwas im Hageforst Süd herum. Du, Klößchen und Tim, ihr könnt euch ruhig selbst davon überzeugen. Wenn du im Gefängnis wärst, Karl, womit würdest du dir die Zeit vertreiben? So rein hypothetisch? Ich würde mich in der Gefängnisbücherei nützlich machen und selber viel lesen. Lehrbücher und Rätselkost, um den Verstand zu schärfen. Und ich gute Romane. So kann man wenigstens der Fantasie freien Lauf lassen. Ja, ich werde meiner Tochter gleich Bescheid geben. Mach ich. Da bin ich mir ganz sicher. Bis dann. Gibt es Neuigkeiten? Ah, Gabi, es ist soweit. Heppner erwartet uns. Ich muss noch kurz was erledigen. Wir treffen uns dann vor der JVA Hollergrund. Und denk an den Oscar. Bis gleich, Papi. Hier bin ich, Gabi. Kommst du? Ja, Papi. Bei Fuß. Was denn? Du hast Oscar dabei? Ich sollte mich doch um ihn kümmern. Damit meinte ich, dass du ihn zu Hause lässt. Na egal, es wird sich schon eine Lösung finden. Tja, Gabi, Hunde sind bei Besuchen nicht erlaubt. Du musst Oscar hier lassen. Aber Papi, dort ist es furchtbar eng. Gabi. Verzeih mir, Oscar. Ich bin ja bald wieder da. Können wir dann, Kommissar Glockner? Wir sind bereit. Armer Oscar. Du hast ihn ja bald wieder, Mädchen. Ich sehe gar keine Gefangenen auf den Fluren. Ich dachte, tagsüber dürfen sie ihre Zellen verlassen. Das sind Sicherheitsvorkehrungen, die extra unseretwegen getroffen wurden. Schließlich ist es ungewöhnlich, einen Gefangenen in seiner Zelle zu besuchen. Heppner sitzt noch immer in Zelle 13. Bitte folgen Sie mir. Sind Sie beide bereit? Moment noch. Gabi, stell Heppner deine Frage. Er darf nicht argwöhnisch werden. Sprich ihn gegen Ende möglichst geschickt auf die Beute an.
Ich werde mir Mühe geben. Von mir aus kann es losgehen. Ebner, zurücktreten. Du hast Besuch. Hallo, Bodo. Darf ich vorstellen? Das ist meine Tochter Gabi. Sie arbeitet an einem Schulprojekt zum Thema Gefängnis und hat mich gebeten, Kontakt zu einem Insassen herzustellen. Ah, das angekündigte Interview. Das ist doch mal was anderes, Glockner. Willkommen, Gabi. Ich würde dir ja gern einen alkoholfreien Cocktail anbieten, aber ich glaube, die Bar hat geschlossen. Hi. Ja, also ich denke, ich schieße mal einfach los und danach würde ich mich noch gerne in Ihrer Zelle umsehen. Ich bin behilflich, wo ich nur kann. Wie kommen Sie mit den Vollzugsbeamten klar? Wenn bei den Wachteln Wetterwechsel angesagt ist, gibt es manchmal eine Inspektion auf der Hütte. Aus Schikane. Aber was soll man machen? Die Lebenkontrolle dagegen muss sein. Bei all den armen Schweinen. Er meint, bei Schichtwechsel hängt es oft von dem jeweiligen Beamten ab, ob es zu einer genauen Untersuchung der Zelle kommt. Bei einer Lebenkontrolle wird regelmäßig nachgesehen, ob, tja, sich auch keiner was angetan hat. Wie stehen Sie zu Ihrer Tat? Hatten Sie niemals den Wunsch auszubrechen? Ich werde mich hüten, einen Fisch zu machen. Dann gibt's nur Nachschlag. Nein, ich bleibe so sauber wie die frische Wäsche am Weißtag. Irgendwann lässt man mich schon wieder raus. Bei guter Führung kommt er eventuell in den offenen Vollzug. Haben Sie irgendwelchen Kontakt zur Außenwelt? Keinen persönlichen. Aber ich habe das Recht zu schreiben und Schreiben zu empfangen. Ab und zu wende ich mich an Buchantiquariat und bitte um Spenden. Hier wird viel gelesen. Und ich mache mich in der Ausleihe nützlich. Zum Dank bekomme ich ab und zu einen Brühmann oder eine Bombe. Er meint ein Käffchen bzw. ein ganzes Glas Pulverkaffee. Bekommen Sie oft Besuch? Wie stehen Sie zu Ihrer Tat? Ich bereue sie zutiefst. Des schnöden Mammons wegen das Leben anderer bedrohen. Wie soll ich das je gut machen? Am besten ab in die Schatulle zum Rundlauf. Lebenslang in Einzelhaft? Nun, so weit ist es ja nicht gekommen. Bekommen Sie oft Besuch? Nein, ich habe keine Mieze, die da draußen auf mich wartet. Und dann diese Bürokratie. Für Besuch muss ein Vormelder ausgefüllt werden und dann tritt der Wisch eine Reise an. Zum Gruppenbetreuer, zum Gruppenleiter, zum Vollzugsdienstleiter, zum Teilanstaltsleiter. Dein Besuch ist ein echtes Privileg. Freuen Sie sich auf Ihr neues Leben in Saus und Braus? Wenn ich rauskomme, lasse ich alles hinter mir. Eine Strandbar auf einer netten Insel, umgeben vom blauen Meer. Aber das ist bei meiner Finanzlage natürlich drin. Netter Versuch, Herr Kommissar. Hiermit ist das Interview beendet. Gehen Sie freiwillig oder muss ich erst meine Bodyguards rufen? Wie du meinst, Bodo. Aber welches Bild wird nun meine Tochter von dir vermitteln? Sie schreibt für die Schülerzeitung. Denk mal darüber nach. Ich möchte jetzt allein sein. Na, das war ein kurzer Besuch, Herr Glockner. Ja, es lief nicht so, wie ich wollte. Aber ganz zufrieden wirkte Heppner auch nicht mit sich. Er hätte cool bleiben müssen. Sicher passt ihm wenig, dass in deiner Gegenwart sein Heiligenschein verrutscht ist. Wenn ich meinen Artikel für die Schülerzeitung komplett habe, bringen wir sie ihm vorbei. Zumindest wäre das ein guter Vorwand für einen neuen Anlauf. Keine schlechte Idee. Jetzt aber raus. Oskar jault noch immer. So, mein Fräulein, gleich haben wir es geschafft. Dann muss ich Oskar erst mal abknuddeln. Na dann, beehren Sie uns bald wieder, Herr Kommissar. Habe die Ehre, mein Fräulein. So, Oskar, nun aber zu dir. Mann, was habe ich dich vermisst? Können wir jetzt gehen, Papi? Aber ja! Also dann, Gabi.
schreib deinen Artikel. Ich sehe zu, dass wir eine zweite Chance bekommen. Mach ich, Papi. Tschüss. Komm, Oskar. Bin im Krimis zuhauf. Offenbar eine Buchhandlung. Allzu weit kann der Laden nicht sein, oder? Mann, hier kann man es sich gut gehen lassen. Uli? Bringen Sie doch dem jungen Mann eine heiße Schokolade. Ach, der Kellner sitzt mal wieder auf seinen Ohren. Warte mal, ich frage Frau Hauf. Nicht nötig, ich bin schon rappeldicke voll von meinen Kürbispralinen. Oh, jetzt stehe ich ein wenig höher. So aus der Nähe wirken die Requisiten weniger beeindruckend. Es gibt kaum einen Krimi, in dem nicht eine Katze ihr Unwesen treibt. Kennt man doch. Hätten Sie Interesse, bei einer Umfrage mitzumachen? Dekorieren Sie zu Halloween? Dekorieren? Ein wenig Tischschmuck dürfte genügen. Aha. Ob Heppner seine Beute nicht doch verloren hat? Wurde Heppners Fluchtweg nicht rekonstruiert? Man fand nie heraus, wo er wirklich zwischen Bankraub und Festnahme war. Ach, irgendwann kommt Heppner frei. Dann kann man ihn einfach beschatten und fertig. Wenn er die Beute holen will, wird er mit einer Observation rechnen und doppelt auf der Hut sein. So entspannt möchte ich auch mal sein. Was? Oh, kein Problem. Meine Chefin hält tragbare CD-Player für die Kunden parat und haufenweise Hörbücher. Versuch's mal mit Bleifuß Desperados. Da fahren zwei Gesetzlose durch Mexiko und schrotten alles mit einem Jeep. Total geil erzählt. Das klingt mir zu schweißtreibend. Wissen Sie was über Frau Michels und den Bankraub? Bringt die 13 nicht Unglück? Wissen Sie was über Frau Michels und den Bankraub? Bankraub? Na, nur was man sich so erzählt. Und Bodo kenne ich nicht näher. Ich meine Heppner. Melissa hatte mal mit ihm zu tun, wegen der Bücherspende. So. Oh Mann, es juckt mich ja so in den Fingern. Hey, da kann wohl einer nicht lesen. Ey, Chefin, was gibt's? Entschuldigung, mein Fehler. Hallo, Frau Michels. Nettes Ambiente. Melissa Hauf, das ist die Dame an der Theke. Hatte mit dem Kaffee den richtigen Riecher. Der Kellner, Uli heißt er. Lässt sich zwar stets zweimal bitten, aber hier sagt keiner was. Ja, weil man selbst eine ruhige Kugel schiebt. Und wann ruht sich TKKG aus? Wir sind eigentlich ständig auf Achse. Stehen Sie auf Halloween? Macht der Laden viel Arbeit? Im Geschäftsleben geht es zu wie am Strand. Mal herrscht Ebbe, mal kommt die Flut. Uli ist mein einziger Mitarbeiter und steht mir bei allem bei, außer dem Papierkram. Er hasst das Schreiben. Lieber merkt er sich 1000 Bestellungen gleichzeitig, anstatt sich auch nur eine Notiz zu machen. Da muss er ja ein Bombengedächtnis haben. Kennen Sie Kommissar Glockner? Führen Sie auch Gruselromane? Kennen Sie Frau Michels privat? Haben Sie mal etwas erlebt, was niemand glauben wollte? Kann sich Ihr Kellner wirklich alles merken? Ja, das stimmt. Sprich ihn nicht drauf an. Aber ich vermute, er ist Analphabet. Mir ist schleierhaft, wie Uli Armknecht seinen Führerschein gemacht hat. Gut geblufft ist halb gewonnen. Ich habe mal gehört, dass es Erwachsenen zu peinlich ist, dieses Handicap zuzugeben. Lieber mogeln Sie sich durch. Sind Sie Uli?
Ja, Uli Armknecht. Stets zu Diensten. Und, was darf's denn sein? Ich suche noch nach einer spannenden Lektüre, bevor ich was bestelle. Falls überhaupt. Mögen Sie eher die Detektive oder die Bösewichte? Erzählt Frau Michels viel von früher? Schreiben Sie selber Krimis? Wissen Sie etwas über schwarze Hunde? Haben Sie einen Führerschein? Ja klar, willst auch mal einen machen, was? All der Aufwand für das bisschen Pappe, das glatt ein Balg im Kindergarten basteln könnte. Papiere fälschen mit drei? Das fing ja früh an. Mann, du tippst unheimlich schnell. Dem Kellner aus dem Krimi-Café würde das wie Science-Fiction vorkommen. Stimmt. Ich habe gerade mein Interview fertig und es Herrn Albertsen in die Schule gemailt. Jetzt überlege ich mir neue Themen. Da kann die Konkurrenz wohl einpacken. Ich hoffe, meine E-Mail ist angekommen. Oh ja. Gute Arbeit, Gabi. Ich habe mir die Freiheit herausgenommen, den Artikel zu setzen. Ein Exemplar der Schülerzeitung habe ich schon ausgedruckt. Sehr gut. Ich gehe nämlich noch einmal ins Gefängnis. Da kann ich die Zeitung Heppner überreichen. Einmal gefaltet und schon haben wir die neueste Ausgabe der Schülerzeitung im praktischen Format. Wer sich wohl den Namen Internatter ausgedacht hat? Na, solange Nattern kein Gift verspritzen. Ich habe die Schülerzeitung mit meinem Gefängnisartikel. Und ich die Erlaubnis für Besuch Nummer 2. Ich sage es dir ausdrücklich, Oskar bleibt zu Hause. Verstanden? Klar. Seit dem ersten Besuch in der JVA bin ich schlauer. Wir sehen uns. Du bist spät dran, beeil dich. Ich musste erst Oskar nach Hause bringen. Da ist er besser aufgehoben als im Zwinger. So schnell sieht man sich wieder. Ziemlich ungemütlich draußen, was? Das Wetter schlägt mal wieder Kapriolen. Und gemütlich finde ich es hier drinnen auch nicht gerade. Will uns Heppner überhaupt sehen? Ja, sogar aus freien Stücken. Offenbar hat er bereits nach mir gefragt, als mein zweites Kommen angemeldet wurde. Wie sonderbar. Der Ausgang des ersten Besuchs stellte ihn nicht recht zufrieden. Er hat Probleme mit seinem Ego. Darum hat er es auch nie zu etwas gebracht. Oh, da scheint sich ein Gewitter anzukündigen. Sind Sie bereit, Herr Kommissar? Hast du die Schülerzeitung griffbereit? Klar! Hey, Heppner! Weg von der Tür! Ah, schön, dass Sie es einrichten konnten, Kommissar Glockner. Ich war letztens reichlich unhöflich. Ich möchte nicht, dass Ihre Tochter mich falsch einschätzt und nun denkt, ich würde wegen der Beute damals ein Spiel mit Ihnen treiben. Dann wirst du uns also sagen, wo sie steckt? Das könnte dich eher rausbringen. Dieses großzügige Angebot würde ich zu gerne wahrnehmen. Wenn ich den Ansatz eines Schimmers hätte, wem das schöne Geld nun wirklich zugute kam. Ich bleibe also im Turm. Bitte sehr, das erste Exemplar der neuen Ausgabe der Internatter. Oh, die 13. Ausgabe dieses Jahres. Ihr seid aber fleißig in eurer Schule. Wusstest du, dass die 13 meine Glückszahl ist? Darum hänge ich auch so an meiner Zelle. Ihr macht doch nur Spaß, oder? Hab ich das wirklich gesagt?
in der Hausordnung steht. Die Hafträume dürfen nur in einem Umfang mit Privatgegenständen ausgestattet werden, die eine gründliche Kontrolle, eine ordnungsgemäße Säuberung und einen einwandfreien hygienischen Zustand gewährleisten. Mein Prototyp war noch nicht ganz ausgereift. Wenn wir wieder Sachen für Weihnachten basteln, gebe ich mir mehr Mühe. Die Masken waren meine erste Töpferarbeit, die sich zeigen lassen konnte. Auf einen Antrag hin durfte ich sie aus der Keramikwerkstatt mitnehmen. Bilder dürfen laut Hausordnung nicht fest an den Wänden angebracht werden, an der Außenwand schon gar nicht. Ich habe mal in einer Bar Cocktails gemixt. Nach Manhattan-Art mit Whisky, nach Martini-Art mit Gin und nach Art des Hauses Hepner. Leider war man auf Helgoland nicht reif für meine Kreation. Ich studiere Songs mit der Gefängnisband ein. Unsere erste selbstgebrannte CD heißt Eingebunkert. Das Gefühl kennt hier jeder. So als sei man unter Tage. Nur diesmal ist es nicht wie als kleiner Bengel, als man sich in die Kanalisation, in Bunker oder sogar U-Bahn-Schächte wagte. Unsere Computerkurse sind mir wichtig. Ich kann Bewerbungen schreiben üben, Aufnahmen mit der hauseigenen Band machen und halbwegs ein Bild ausdrucken. Ich nehme alles mit, solange niemand Du-Du macht. Viel mehr holde Weiblichkeit bekomme ich nicht zu sehen. Magazine mit Frauen sind hier drin bloße Science-Fiction. Hey, Bodo, du musst meine Tochter nicht an deinen schmutzigen Fantasien teilhaben lassen. Oh, ist das ein Krimi? Habe ich schon erwähnt, dass ich mal Gärtner war? Aber nur Hecken von Reihenhäusern stutzen. Bah. Ich mache mich für die Gefängnisgärtnerei schlau, indem ich nachlese, was gegen Schädlinge hilft. Unsere Botanik auf dem Gelände ist von Ungeziefer befallen. Mein Bett. Auch bekannt als knarrender Knochenkoffer. Sie wechseln die Bettwäsche alle 14 Tage. Die Anstaltswäscherei bleicht, stärkt, desinfiziert und bügelt ganz schön was weg. Dafür fehlt mir die Begabung. Ich wünschte, ich hätte private Bettwäsche. Mit einem Schuss Aprilfrische. Eine tote Zelle lockt den Tod an, heißt es. Also pflege ich das bisschen Leben. Erlaubt sind bis zu 3 Blumentöpfe mit höchstens 20 cm Durchmesser, die in ihrem Ausmaß die Übersichtlichkeit und Kontrollmöglichkeit des Haftraums nicht beeinträchtigen dürfen. Ha, ha, ha. Das finde ich alles sehr interessant. Und hier ist auch das Klo irgendwo? Das ist seitlich hinter dir. Die sogenannte Nasszelle, nicht wahr? Bodo? Geht es dir nicht gut? Die Nasszelle, die ist nicht gerade appetitlich. Die Schülerzeitung ist wirklich informativ. Tja, so viel zur Schlossführung. Hat mich gefreut, Gabi. Glockner? Ich glaube, wir gehen besser. Konnten Sie diesmal einen Erfolg verbuchen, Herr Glockner? Was die Beute betrifft, sind wir keinen Deut weiter. Aber gegen Ende ist Hepner ein wenig blass um die Nase geworden. Das kann doch nicht an meinem Artikel gelegen haben. Er war mehr als fair. Ich meine sogar, der Artikel hat seinem Ego gut getan. Es hat ihm geschmeichelt, dass ein junges Mädchen über ihn schreibt. Nun komm. Hörst du? Das Unwetter scheint abzuziehen. Da nichts wie raus. Werden Sie Hepner noch einmal aufsuchen? Aller guten Dinge sind bekanntlich 3. Nein, wohl nicht. Ich habe mir einfach zu viel davon versprochen.
Ich möchte auf jeden Fall unterrichtet werden, so wie Heppner versucht, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. In welcher Form auch immer. Ich werde es dem Direktor ausrichten. Sie können sich auf mich verlassen. Wir haben unser Bestes gegeben. Für mich ist die Sache erledigt. Daraus wird man mir schon keinen Strick drehen. Kopf hoch, Papi! Noch ist das letzte Wort im Fall Heppner nicht gesprochen. Heppner und ein Brief? An wen? Krimis zuhauf? Aha. Und was steht drin? Ach so, eine offizielle Bitte um Spenden. Langsam glaube ich selber, dass ich auf dem Holzweg bin. Jedenfalls vielen Dank für die Information. Krimis zuhauf? Das ist ein Café mit Romantausch. Nanu, wo steckt denn Ihre Chefin? Hä? Ach, die macht ein paar Besorgungen mit ihrem Pickup. Ich hab meine Brille verlegt. Könntest du mir vorlesen, was in dem Brief steht? Ich kann aber auch auf Melissa warten. Nö, ich mach das schon. Also gut, dann lese ich Ihnen den Brief mal vor. Das ist super. Es könnte ja etwas verdammt Wichtiges sein. Aber lies langsam. Werte Frau Hauf, die Vorstellung, zum Bittsteller zu werden, bereitet jedem Gefangenen Horror. Aber nachdem Sie im vergangenen Frühjahr so großzügig waren, will ich Ihren Laden erneut um eine Spende bitten. Ich denke an eine der Winterzeit angemessene Lieferung mit dicken Schmökern. Die letzte Auswahl stieß auf große Begeisterung. Was ich meine, ist der Mix aus Klassikern und Bestsellern. 5, 6, 7... Lies weiter, ich verliere sonst den Faden. Haben Sie Kochbücher? Wir müssen Kürbisse im Gewächshaus ernten. Vielleicht lässt sich daraus etwas machen. Die meisten haben keinen Schimmer. Grüßen Sie Ihren Angestellten von mir. Hieß er Uli? Nicht einen roten Heller gab es. Trotzdem hat er sich ins Zeug gelegt wie mancher Hering in die Tomatensoße. Mit freundlichen Grüßen, Bodo Heppner. Im Auftrag JVA Hollergrund. 11, 12, 13. Wow. Da hat man zu tun, was? Sicher, aber Bücher für einen guten Zweck herauszusuchen, macht doch bestimmt Spaß. Aber was machen Sie denn? Ach, diese Knackis nutzen Melissa doch bloß aus. Da ist doch was faul. Heppners Brief. Was hältst du von Heppners Brief? Wir sollten ihn uns genauer ansehen. Stellenweise klingt er merkwürdig. Dann lass uns gemeinsam einen Blick drauf werfen. So, das ist der Text. Angenommen, er enthält eine Botschaft, die nur der entschlüsseln kann, der weiß, wie Heppner tickt. Worauf müsste er achten? Heppners Glückszahl ist doch die 13. Wir wissen das. Und Armknecht womöglich auch. Vielleicht lässt sich damit was machen. Horror. Laden. Lieferung. Meiner. Kürbisse. Keinen. Roten? Hering. Dann würde die Botschaft lauten: Horror? Laden? Lieferung? Meine Kürbisse? Keinen roten Hering? Hä? Warte mal. Horrorladen? Kürbisse? Das passt doch zu Halloween. Denk an Berings Geschäft.
Ich habe bloß keine Ahnung, warum sowas Verrücktes wie rote Heringe erwähnt werden. Entweder sehen wir hier Gespenster, oder es macht alles irgendwie Sinn. Also gibt es zwischen Heppner und Armknecht eine Verbindung. Gar nicht so einfach, einen Analphabeten für sich einzuspannen. Pass auf! Stoß nicht gegen die Kiste. Da befindet sich Töpferware drin. Eine neue Grusellieferung? Tischlämpchen für Halloween. Von Sträflingshänden hergestellt. Offenbar haben wir die Geheimbotschaft richtig gedeutet. Aber was hat es mit den roten Heringen auf sich? Also daran ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Von dem scheußlichen Geschmack mal abgesehen. JVA Hollergrund. Die Lieferung stammt tatsächlich aus dem Gefängnis. David? Du wolltest doch das Regal auffüllen. Chefchen, ich verstehe kein Wort. Ich kann hier gerade nicht weg. Es leckt. Darf ich das machen? Schon gut, David. Hat sich erledigt. Bitte stell die Lämpchen ins Regal und illuminiere sie. Da liegen genug Teelichter und ein Feuerzeug. Vorsichtig? Hübsch! Autsch! Vorsichtig? 13 Gruselköpfe. Bestimmt dreht sich alles um den 13. Aber welcher ist es? Vielleicht wird durch Feuer Unsichtbares sichtbar. Waage, Hand, Stern, Fisch? Fisch, Haus, Wellen, Katze? Auge, Katze, Fisch, Palme? Katze, Auge, Fisch, Hand? Flammen, Fisch, Wellen, Stern? Auge, Mondsichel, Stern, Palme? Nun lass mal gut sein, Willi. Spiel nicht mit der Ware herum. Mist! Bin schon fertig, Herr Behring.
noch, wo sind denn die Tischlämpchen hin? Sie brannten doch so schön. Ein Kunde rief an und hat die ganze Kiste reservieren lassen. Für Krimis zuhauf. Da passen sie gut rein. Uli Armknecht. Der hat sie gekauft. Claro. Mein Kellner meint, die Kürbisse sehen hübsch aus. Aber wenn ich merke, da kuckelt wer mit herum, gibt es etwas auf die Pfoten, manikürt oder nicht? Hey, die Tischdeko macht sich! Ja schon, aber die haben mich geleimt. Es sollten 13 Lampen sein, in der Kiste waren aber nur 12. Hab beim Händler angerufen und mich beschwert. Echt Kacke. Dann hat wohl jemand verhindert, dass ausgerechnet der Kürbis bei Armknecht landet, auf den es anzukommen scheint. David! Was ist denn nun mit diesem fehlenden Tischkürbis? Wir haben eine Beschwerde. Armknecht hat alle Kürbisse bekommen, die sie in die Kiste zurückgelegt haben, Chefchen. Und was heißt das jetzt? Naja, also, da war eine Kundin. Der habe ich einen Kürbis verkauft. Ja, als sie auf dem Klo waren. Ist das jetzt schlimm? Nein. Mea culpa. Die Reservierung kam erst, als die Kürbisse schon im Regal standen. Und ich habe versäumt, sie nachzuzählen. Dann gewähre ich Herrn Armknecht eben Rabatt. Der soll sich nicht so haben. Ob Davids Geschichte stimmt? Er wäre nicht der erste Angestellte, der bei seinem Boss lange Finger macht. Was meinen Sie? In Ordnung. Aber dass mir keine Klagen kommen. Hallo, David. Hi. Ach, du bist doch dieser Tim Dingsbums. Spielst wohl den Controletti, hä? Da bist du nicht der Erste. Was liegt an, Kleiner? Ich will mich einfach davon überzeugen, ob man dich schon wieder auf die Gesellschaft loslassen kann. Finger weg, sonst kracht's. Tust du brav alles, was dir dein Chef sagt? Was bedeuten die Striche an der Wand? Die? Jeder bedeutet einen Tag in Freiheit. Ich dachte immer, so zählt man im Knast die Tage bis zur Entlassung. Ja, du siehst richtig. Bei mir ist Halloween ausgebrochen. Kann es sein, dass es ist, wie ich denke, dass es wäre? Das hängt davon ab, wie es wäre, wenn du denkst, dass es ist, was es ist. Wir vermuten, dass die Zeichen im Deckel dieser Lampe eine Botschaft von Heppner an seinen Komplizen tragen. Oh, Klößchen, da musst du mich einweihen. Ich spiele für mein Leben gern Detektiv. Aber wo soll denn da eine Botschaft sein? Das kann ich Ihnen zeigen. Ja, ist denn das möglich? Auge, Mond, Stern, Palme? Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Ergibt das einen Sinn? Wir haben noch einen Hinweis erhalten. Er lautet: keinen roten Hering. Rote Heringe? Das hatte doch etwas mit der Jagd auf Verbrecher zu tun. Ich komme nicht drauf, aber irgendwo habe ich darüber gelesen. Haben Sie die alle gelesen? Einige sogar mehrmals. Und ich habe mir etliche ausgeliehen und selber welche verbeugt. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob im kleinen Kriminologen etwas über rote Heringe steht. Na, wer sagt es denn? Hier steht etwas über rote Heringe. Sei so gut und lies es mir vor. Heringe rote.
Als roten Hering bezeichnet man in der Kriminalistik Spuren, die von Straftätern absichtlich ausgelegt werden, um die Ermittler in die Irre zu führen. Der Ausdruck Red Herring stammt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo einst flüchtige Verbrecher in Tomatentunke eingelegte Heringe benutzten, um Spürhunde zu verwirren. Siehe auch Spur falsche. Und was sagt uns das? 13 Kürbisse gab es. Wenn ich richtig liege, dann ist Ira der Einzige, der nicht in die Irre führt. Weil bei den anderen stets ein Fisch auftauchte, hat Armknecht erkannt, dass sie ihm nichts nützen. Bleibt die Frage, was man mit diesem Kürbis machen soll. Reden wir von Uli Armknecht, dem Kellner? Hoho, dann gebt ihm doch den Kürbis einfach und passt auf, was geschieht. Ich nehme den Kürbis dann mal mit. Vielen Dank, Frau Michels. Herr Armknecht! Herr Armknecht! Wir haben etwas für Sie von Herrn Behring aus dem Horrorladen. Mensch, das ist ja nett. Danke. Warte, ich gebe dir Trinkgeld. Nein, danke. Das habe ich gern gemacht. Er unternimmt garantiert nichts, solange ich vor seiner Nase stehe. Wenn sich hier jemand herumtreibt, zeigen Sie sich! Hallo? Was? Was ist das denn für ein Vieh? Wo ist der hin? Das also hat Karl gesehen. Ist das ein wildlebender Wolf oder was? Was geht denn hier ab? Ich habe Sie gefragt, was Sie hier zu suchen haben. Noch dazu in dieser lächerlichen Aufmachung. Wissen Sie überhaupt, dass das militärisches Gelände ist, Mann? Aber dies ist doch kein aktiver Stützpunkt, bitte sehr. Ich betreibe Forschung. Denken Sie doch an Ihre Sicherheit, Mann. Wenn ich Sie blindlings aufs Sperrgebiet lasse, bekomme ich Ärger mit meinem Vorgesetzten. Oh, Sie sind vom Militär? Was dachten Sie denn? Ich bin Oberst Armknecht. Ich trage Zivilklamotten, um... Wenn ich Sie noch einmal hier erwische, dann ziehe ich Ihnen persönlich den Hosenboden stramm. Werwölfe, Vampire, Teufelshunde, bitte sehr. Aber mit dem Militär lege ich mich nicht an. Verflixt, ich wäre gerne aufs Gelände gelangt. Wenigstens einmal. Das ist dieser komische Professor. Ich rausche lieber ab, bevor er mich entdeckt. Oder der falsche Oberst zurückkommt. Hallo, Frau Michels. Was Armknecht betrifft, sind wir immer noch nicht schlauer. Den muss man wohl rund um die Uhr observieren, Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir unterbrechen kurz unser Programm. Soeben erreichte uns die Meldung, dass einem Inhaftierten der JVA Hollergrund die Flucht gelungen ist. Was? Wir schalten nun live zu unserer Kollegin vor Ort. Ich stehe vor der JVA Hollergrund. Sie hören selbst, man ist in heller Aufregung. Die Gefängnisleitung, die Polizei, die Medien. Ihnen allen geht es um die Frage, wie war es möglich, dass einem Gefangenen Bodo Heppner, der wegen Bankraubs einsaß, dermaßen dreist die Flucht gelang. Treten Sie bitte zurück. Wir ermitteln hier. Und da ist auch schon Kommissar Glockner. Herr Glockner, wie konnte die Flucht gelingen? Er hat Hilfe von außen gehabt. So viel steht fest.
Es wurde beobachtet, wie ein Geländewagen ausscherte und zielgerichtet gegen die Außenmauer krachte. Heppner muss davon Kenntnis gehabt haben, da er sich im Moment des Crashs unmittelbar hinter der Mauer aufhielt. Das Kennzeichen des Jeeps, in dem er floh, war abgeklebt. Keiner der Augenzeugen konnte genaue Angaben zur Person am Steuer machen. Ja, leider geriet diese auch nicht ins Blickfeld der Kameras. Um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen, die Fahndung läuft auf Hochtouren. Wir hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Danke, Kommissar Glockner. Wir halten Sie daheim auf dem Laufenden und melden uns wieder, sobald Sie eine genaue Beschreibung des Täters vorliegen haben. Damit gebe ich zurück ins Studio. Wir halten Sie auf dem Laufenden und machen nun weiter mit Rimski-Korsakow und seinem Opus 35, Scheherazade, gespielt vom Philharmonischen Orchester. Das ist vielleicht ein Ding. Das mit dem Jeep muss Armknecht gewesen sein. Wie konnte er aus 4 blöden Symbolen einen ganzen Fluchtplan herauslesen? Oder tun wir ihm Unrecht? Wir dürfen uns auf keinen Fall anmerken lassen, dass wir was mitbekommen haben. Aber seid vorsichtig. Kommissar Glockner wird es gar nicht gefallen, dass ihr bei so gefährlichen Leuten auf eigene Faust ermittelt. Oskar, was tust du denn da? Hallo Gabi. Dein Oskar bringt wohl gerade seine Meinung wegen des Zwingers zum Ausdruck. Ich bezahle die Hose auch von meinem Taschengeld. Wenn du zu deinem Vater willst, der Kommissar kommt nach der Pressekonferenz gleich hierher zurück, falls er keinen Zwischenstopp im Revier einlegt. Papi? Bestimmt befindet er sich am Tatort. Mann, Papi, wer hätte gedacht, dass Heppner so bald ausbricht? Dabei hätte er in aller Ruhe seine Strafe verbüßen und dann die Beute holen können. Was ist denn mit Oskar los? Sieht so aus, als hätte er einen neuen Spielkameraden gefunden. Oskar, aus! Dafür ist die Polizei zuständig. Hat die Polizei den Jeep ausfindig gemacht? Ob Heppner wegen meines Artikels geflohen ist? Aber darin stand doch nur das, was er dir gesagt hat. Oder sehe ich das falsch? Sicher. Der Rest der Ausgabe war Schülerkram. Was wir halt so tun und lassen sollen. Und jetzt lass uns so tun, als dürfte ich einen Blick auf die Fluchtstelle werfen, okay? Na, meinetwegen. Hinter der Mauer befinden sich die Kräuterbeete der Anstaltsgärtnerei. Hat der Heppner nicht gesagt, er werkelt im Freien? Und wenn er Augen für Ungeziefer hatte, wird ihm auch nicht entgangen sein, dass die Mauer hier nicht so stabil war, wie man glauben mochte. So, und nun will ich, dass du und deine Freunde diesen Ort meiden. Das ist kein Platz zum Spielen. Die Kollegen reden schon. Kein Wenn und Aber. Sonst bekomme ich noch mehr Ärger, als ich ohnehin schon habe. Und ich wäre dir verbunden, wenn du deinen Hund mitnimmst, Fräulein. Ja, sicher. Bei Fuß, Oskar! In 3 Teufelsnamen, wenn nicht bald jemand diesen Schrank zum Schweigen bringt, garantiere ich für nichts. Solche Schnappschließer kenne ich. Soll ich mal einen Blick drauf werfen? Wenn du dabei keinen Lärm machst. Ach, da muss man nur kräftig gegendrücken. Und zu. Problem gelöst. Danke. Das Teil macht mich noch wahnsinnig! Auf ein neues. Oha, wer wollte wohl raus? Sieht aus wie ein Metalldetektor. Herr Glockner, wo soll ich mit diesem Detektor hin?
Ach, der gehört längst aussortiert. Schaff ihn mir einfach aus den Augen. Ich nehm's auf meine Kappe. Dann kommt er halt mit. Er könnte uns nützlich sein. Ein Störfaktor weniger. Ich möchte dich bitten, nicht mehr aufs Revier zu kommen. Du siehst ja, womit ich mich herumschlagen muss. Siehst du das ein? Natürlich, Herr Glockner. Notfalls muss ich Gabi mit Ihnen kurz schließen. Pass auf, dass dich David nicht gleich einspannt. Na, will mich hier keiner einspannen? Das Waschbecken funktioniert endlich. Und die schwarze Kiste, naja. Ach, ich sehe schon. Von mir aus kannst du mal einen Blick drauf werfen. Sag mal, traust du dir auch zu, einen Metalldetektor zu checken? Ach, und ich hab mich schon gefragt, was du da mit dir herumschleppst. Ich kann ja mal einen Blick drauf werfen. Da haben wir ja das Prachtstück. Sieht aus, als wären ein paar Kontakte lose. Ich kann dir nichts versprechen, Karl, aber ich will mein Bestes tun. Es eilt nicht, aber es wäre cool, wenn es funktioniert. Na klar! Und? Wie sieht's aus? Die Stromversorgung war unterbrochen. Ich musste eine Menge Kabelsalat entwirren, aber dann hatte ich es. Nimm ihn mit und probier ihn aus. Hier geht das schlecht. Privatkram während der Arbeitszeit, du verstehst? Klar, vielen Dank. Und, Hep, sag mal, kannst du die Taschenlampe entbehren? Oder gehört die deinem Chef? Nö, das ist meine. Nimm sie ruhig mit. Danke. Pass trotzdem auf, wenn du dich im Dunkeln rumtreibst. Hier habe ich Armknecht zuletzt gesehen. Ob sich Heppner an diesem Ort versteckt hält? Um das zu überprüfen, müsste ich aufs Gelände. Alte Munition, Stolperfallen, ein scharfer Hund. Trübe Aussichten. Wenn mich nur jemand führen könnte. Tja, dann. Dann mal los. Ich muss dort lang gehen, wo der Detektor minimale Werte anzeigt. Ich weiß zwar nicht, was ich genau suche, aber nur wer wagt, gewinnt. Also, Ohren auf und sich ganz bedacht vorarbeiten. Bloß keine hastigen Bewegungen. Kann das sein? Mann, das könnte explodieren. Ist da was so? Oh.
Mann. Oh, kann das sein? Ist da was oder nicht? Aha. Oh, ist da was oder nicht? Hey, Moment mal. Diese Stelle kennen wir doch. Das ist das Gebüsch, wo das Vieh des Professors sein Unwesen treibt. Schnell den Detektor wegpacken, sonst verrät er mich noch. Oh, Schnauze! Ganz ruhig. Hier tut ja keiner was. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Habe ich mir doch gedacht. Eine Attrappe. Und davon haben wir uns ins Boxhorn jagen lassen. Offenbar reagiert das Teil auf Licht oder Geräusche. Aua! Jetzt hat er ein letztes Stücklein geschlagen. Das tat gut. Möchte bloß wissen, wer von unseren Verdächtigen dafür verantwortlich ist. Falls sich Heppner hier versteckt, ist er jetzt gewarnt. Bei dem Lärm, den ich gemacht habe. Den Kopf sollte ich als Trophäe behalten. Vielleicht schenke ich ihn Karl, als Andenken an seinen Ausflug in die Kryptozoologie. Hä? Hey, wo geht's denn da hinunter? Gut, den ungefährlichsten Weg beherrsche ich nun im Schlaf. Trotzdem ist es mir auf dem Gelände nicht geheuer. Waren Sie mal selber bei der Polizei? Gott behüte, nein! Die Beamten geben sich größte Mühe. Aber was hilft das schon bei der Engstirnigkeit, mit der Sie Ihrem Beruf nachgehen? Ich war in der Erwachsenenbildung tätig und habe Analphabeten das Lesen und Schreiben beigebracht. Mich hat immer gewundert, wie viele Leute durchs Leben kommen, ohne dass man ihnen diese Schwäche anmerkt. Den Burschen hat Tim in Hageforst Süd gefunden. Er könnte mit Heppner zusammenhängen. Entweder versteckt er sich dort oder seine Beute. Könnte sich das Geld denn gut in einem Bunker halten? Hageforst Süd. Leicht mit dem Fahrrad zu erreichen, aber nicht ungefährlich. Die Beute handlich verpackt? Eigentlich ein prima Versteck. Tja. Ich weiß einfach zu wenig über den Bunker.
Ich habe 500 Exemplare der Schülerzeitung ausgedruckt. Aber langsam wird es Zeit, dass Silke und Achim zurückkommen. Wenn Herr Albertsen etwas macht, dann aber richtig. Alles schon fest verschnürt. Da ein Exemplar herauszuzerren, kommt nicht gut. So, das Exemplar ist für Frau Michels. Dann hat sie die aktuellsten Informationen zum Bunkergelände Hageforst Süd. Oh Mann, das ist es. Heppner hat durch unsere Schülerzeitung erfahren, dass der Bunker bald abgerissen wird. Nicht er steckt da unten, sondern das Geld. Hier steht etwas über das Bunkergelände drin, auf dem Heppner seine Beute versteckt hat. So, der Bunker soll komplett abgerissen werden. Da haben wir das Motiv für den Ausbruch. Sobald er die Polizei abgehängt hat, wird Heppner gefälschte Papiere besorgen, die Beute holen und sich absetzen. Meidet die Gefahren des Bunkers. Haltet euch an den Komplizen. Bestimmt muss er die nötigen Papiere beschaffen. Sollten wir beim Stand der Dinge nicht lieber zur Polizei gehen? Was verbindet wohl Heppner mit seinem Komplizen? Was war denn Hageforst Süd für ein Bunker? Welche Gefahren lauern in einem alten Bunker? War Heppners Beute nicht sehr unhandlich? Er hatte sie in so Behälter gepackt. Plastikdinger, mit denen die Kassierer das Geld zum Tresor schicken. Die kenne ich als Miniaturausgabe. Auf dem Ball der einsamen Herzen konnte man früher den anderen Tischen damit kleine Briefchen senden und flirten. Also, ich komme nicht auf die Bezeichnung dafür. Sie meinen eine Rohrpost? Die Beute steckt also in Rohrpostbüchsen. Klar, die kennen wir. So nicht, Freundchen. Spritztour und Tischlämpchen, kleine Ausraster, alles auf meine Kosten. Wo treibt er sich bloß wieder herum? Die Zecke wollte doch kommen. Oh, hat es Scherben gegeben? Wie? Ach, mein Angestellter hat wohl einen Tischkürbis fallen lassen. Und frei. Was haben wir denn da? Das muss der Boden vom Kürbis gewesen sein. Das also war des Pudels Kern. Eine CD. Ich muss den Versuch wagen. Die CD hat einen fetten Kratzer. Sieht mir nach Absicht aus. Na, mal hören. Gut gemacht, mein Freund. Ich wusste, wir Rätselkönige verstehen uns. Wie damals im Zeltlager. Versprich mir, diese CD zu zerstören, wenn du sie gehört hast. Die Zeit eilt. Sie wollen den Bunker abreißen. Hol mich raus, damit ich unsere Beute bergen kann. Ich habe im Knast entdeckt, wo früher mal ein Nebeneingang war. Das Tor wurde seinerzeit zugemauert, ist aber brüchig. Nur sieht das keiner, wegen der Efeuranken. Wir brauchen Folgendes. Einen robusten, aufgetankten Wagen, Klebeband. Ach ja, ehe ich es vergesse. Kümmere dich schon mal um die Papiere, damit wir für eine Flucht ins Ausland gewappnet sind. So also hat Armknecht seine Anweisung von Heppner bekommen. Die Symbole hatten überhaupt keine tiefere Bedeutung. Im Kürbis selbst steckte die Botschaft. Gabi muss die CD schleunigst Kommissar Glockner bringen.
Gabi, ich muss dir etwas zeigen. Gabi, ich habe absolut keine Zeit. Gerade kam die Meldung, dass man das Fluchtfahrzeug aus den Augen verloren hat. Von Heppner und Co. fehlt jede Spur. Ich muss gleich los. Die Videos der Überwachungskameras auswerten. Warte noch, schau mal, was ich habe. Diese CD ist der absolute Wahnsinn. Darauf... Du weißt genau, was hier los ist, Gabi. Und da willst du mir eine neue CD zeigen? Aber nein, du verstehst das falsch. Es geht um das Geld. Wir reden über dein Taschengeld, wenn ich zu Hause bin. Und jetzt geh. Ein für alle Mal. Komm, Oskar. Papis Nerven liegen gerade etwas blank. Der Arme. Doch, es kam in den Nachrichten. Wahrscheinlich ist dieser Heppner mit der Beute längst über alle Berge. Da versuchen wir, Jugendliche für Recht und Unrecht zu sensibilisieren. Und was zeigt sich wieder? Verbrechen lohnt sich doch, nicht wahr? Hallo, die Herren. Besuchen Sie David? Haben Sie von der Fahndung nach dem Jeep gehört? Besuchen Sie David? Das hatte ich eigentlich vor. Aber er ist ausgeflogen. Nach seiner Zeit im Jugendgefängnis hat er Nachholbedarf. Verständlich. Haben Sie von der Fahndung nach dem Jeep gehört? Ich staune überhaupt, wie Heppner diese Flucht bewerkstelligt hat. Hatte dein Lehrer nicht erzählt, du wolltest ihn interviewen? Das habe ich. Noch vor seinem Ausbruch. Er hatte vom Gefängnis aus Instruktionen gegeben. Doch, doch, Sie können mir ruhig glauben. Diese CD hat Heppner Uli Armknecht einem Kellner zugespielt. Sie enthält genaue Anweisungen. Ich vermute, Armknecht war bereits damals in den Bankraub verwickelt. Herr Albertsen hat recht. Du und die Jungs, nicht wahr? Ihr seid die reinsten Detektive. Wart ihr bei der Polizei? Moment, dein Vater. Ist er nicht Kommissar? Na, wenn er dir nicht Glauben schenkt. Das würde er. Bestimmt. Aber wir haben im Moment keinen so guten Draht zu ihm. Der Stress. Also, ich kenne eine Menge Leute bei der Polizei. Zeig mir die Scheibe doch mal. Weißt du was? Ich werde mich der Sache annehmen. Wenn Sie meinen, hoffentlich haben Sie mehr Glück als ich. Und nun raus, Leute. Ich will endlich schließen. Polizei sehe ich keine. Wenn wir nur schon die Beute hätten. Und wenn ich wenigstens ein Stück hinuntersteige? Ich muss es einfach wissen. Also los. Vorsichtig. Ganz. Oh, 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 ah! Oh, Mann. Oh, mir tun alle Knochen weh. Ist noch alles dran? Ja, habe ich wohl echt Schwein gehabt. Aber wie komme ich hier wieder raus? Ich sehe kaum meine Hand vor Augen. Mist. Da komme ich aus eigener Kraft niemals hoch. Verrostet und zerborsten. Mist. Hallo? Hört mich jemand? Da geht es wohl tiefer in den Bunker. Worauf habe ich mich bloß eingelassen? Ich muss hier schleunigst wieder raus.
Da besteht akute Einsturzgefahr. Sieht aus wie eine alte Rohrpostanlage. Häppners Beute. Da ist noch mehr. Der ganze Schotter. Den nehme ich lieber an mich. Na Mahlzeit. Kein Saft mehr. Die Batterien sind leer. Da ist doch jemand. Ein Mensch? Oder bloß ein Tier? Wo steckt das Prachtexemplar nur? Es muss hier doch irgendwo sein. Was ist das? Nein, so ein Loch ist einem schwarzen Hund nicht würdig. Nicht würdig. Der Professor. Das war dieser Idiot von einem Professor. Herr Professor! Professor Profitlich! Oh nein, er hat es nicht geschnallt. Komisch, keiner da. Ich bin hier noch nicht fertig. Aha. Dreimal 13. Wow, habe ich den Jackpot geknackt? Aber da kommt ja nichts. Hä? Was ist denn jetzt los? War ich das etwa? Der rafft es gar nicht. Hey du! Oh Mann, ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Seht euch nur an, was er für Augen macht. Ich habe doch gleich gesagt, wir sollten abschließen. Aber wir warten doch noch auf die Papiere. Wo bleiben die eigentlich? Tja, dumm gelaufen, Kleiner. Netter Mechanismus, was? Du hast uns einen unfreiwilligen Auftritt verschafft. Die Bühne lässt sich sowohl von hier als auch von hinten bedienen. Eine feine Sache, die sich der Varieté-Besitzer einst ausgedacht hat. Was betreiben Sie eigentlich für Geschäfte? Ich verschaffe eine Atempause für alle Gestrauchelten, denen die Polizei auf den Fersen ist. Braucht jemand Papiere? Kein Problem. Für Geld bekommt man alles. Und zwar hier, in meinem Treffpunkt. Genug gequatscht. Was machen wir mit ihm? Mann, warum habt ihr denn alles schon verriegelt und verrammelt? Ah, haben wir ungebetene Gäste. Na endlich, wo bleibst du? Was ist mit den Papieren? Ich trau dem Kerl noch immer nicht. Von den Kids, nicht wahr? Laufen noch mehr herum. Ich kümmere mich um die anderen. Und was die Papiere betrifft, da müssen wir noch ein paar Konditionen klären. Ich sagte doch, der Typ ist ein Raffzahn. Der will was von der Beute wetten. Der weiß mehr, als wir ahnen. Okay, lass dir was wegen der Kids einfallen. Alles Weitere später.
Inzwischen kümmern wir uns um das Fleischbällchen hier. Mir kommt gerade eine fesselnde Idee. Da! Da ist er wieder! Hallo? Ich bin hier! Helfen Sie mir! Ich komme allein nicht raus! Tim? Bist du das? Was machst du denn für Sachen? Bist du soweit in Ordnung? Herr Kruschwitz? Ja, ich bin unverletzt. Was machen Sie hier? Genau das Gleiche könnte ich dich fragen. Ohne Hilfe, nicht wahr, bekomme ich dich hier nicht raus. Rühr dich da unten nicht vom Fleck. Ich lass mir was einfallen. Warten Sie, ich... Weg. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Mach da unten bloß keine Dummheiten. Holt mich hier raus! Nein. Ich habe keine Ahnung, wo die Kinder gerade stecken. Ach, Karl, da bist du ja. Ich komme gerade aus diesem Café Krimis zuhauf. Ich glaube, David ist im Begriff, eine große Dummheit zu machen. Kannst du mal vorfühlen? Nicht, dass ich mich täusche und bloß eine hässliche Szene verursache. David? Ich sehe gleich mal nach. Was? Was wird denn hier gespielt? Na, wer sagt es denn? Noch einer von der Sorte. Kommt er zu dem anderen? Dem anderen? Ich dachte, ist David hier? David? Ist das der richtige Name von diesem Fettkloß? Klößchen! Mein Gott, Sie halten Klößchen gefangen! Und du wirst dich jetzt zu ihm gesellen. Wir haben heute noch viel vor. Also worauf warten wir? Holt noch mehr Stricke. Himmel! Sag deinem Köter, er soll die Klappe halten, sonst... Ihr habt die Papiere und ihr habt die Kinder. Bis auf diesen Tim. Er hockt im Bunker. Tja. Was ich so alles weiß, hä? Ich hätte mir die Beute längst holen und abhauen können, nicht wahr? Aber ich überlasse es lieber euch, den Jungen auszuschalten. Kommt, ran an den Speck. Das ist unser Geld. Du hast für die Dokumente schon genug eingesackt, Zecke. Immerhin verschaffen euch die Ausweise, die ich besorgt habe, einen sorgenfreien Abgang. Warum ist der Bankraub damals eigentlich schiefgegangen? Das lag bestimmt an dir, du Blindgänger. Ich wollte die Beute ja in Empfang nehmen, aber da war diese bescheuerte Demo, genau da, wo ich Schmiere stand. Die ganze Kreuzung haben sie blockiert, war nichts mit Übergabe. Ich habe improvisieren müssen. Ehrlich gesagt sehe ich ebenso wenig ein, warum du hier den dicken Max markierst, Kruschwitz. Vielen Dank, aber nun. Was soll das? Wir benötigen deine Dienste nicht mehr, Zecke. Melissa wird auf dich Acht geben, bis wir genügend Vorsprung haben. Mit ihrem Gästezimmer haben wir ja alle schon Bekanntschaft gemacht. Geht klar, um den Geländewagen kümmere ich mich schon. Hey Uli, du wirst mir fehlen. Ich hätte dich gerne früher eingeweiht, aber ich wollte dich nicht unnötig hineinziehen. Du bekommst was von meinem Anteil, ich schick's dir, versprochen. Pack den Köter in Gabis Tasche und verschnürt sie beide. Ich mache den Pickup-Start klar. Uli und ich nehmen die Kinder und statten ihrem Tim einen letzten Besuch ab. Ihr Schweine, mein Papi wird euch alle drankriegen. Na endlich. Die Rettung naht. Hallo! Hier bin ich! Ich habe die Beute gefunden! Guten Abend, mein Freund. Du musst Tim sein. Ich bin Bodo Heppner. Freut mich, dass du fündig geworden bist. Ich hätte gern mein Geld zurück. Sie? Ich denke nicht daran. Das könnte deiner kleinen Freundin aber schlecht bekommen. Nein! Ich tue alles, was Sie wollen! Aber verschonen Sie Gabi! Helfen Sie mir raus!
Immer schön eins nach dem anderen. Ich lasse ein Seil mit einem Korb herab. Leg das Geld rein. Und zwar alles. Dann kommt keiner zu Schaden. Weder deine Süße noch Dick und Doof oder der Kläffer. Karl und Klößchen auch? Was ist denn mit mir? Ich will zu Gabi! Hey! Hey! Wir hatten eine Abmachung! Häppner! Ich halte Wort. Du kommst zu deiner Freundin. Oder besser gesagt, deine Freunde kommen zu dir. So, und nun springt! Springt, sage ich! Wie? Was meinen Sie? Ah! Oh! Nein! Hier ist eure Töle! Komm, lass uns verduften! Das sieht nicht gut aus. Seid ihr soweit in Ordnung? Wenigstens haben sie uns die Fesseln abgenommen. Aber alles andere auch. Oder hast du etwas bei dir, was uns helfen könnte, Tim? Ich hatte die Taschenlampe mit. Nur blöd, dass sie den Geist aufgegeben hat. Die können wir abschreiben. Meint ihr, wir finden einen anderen Weg hinaus? Gibt es überhaupt einen? Hier unten ist es schrecklich beklemmend. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Vorrat an Sauerstoff ist begrenzt. Und passt auf, wo ihr hintretet. Dieser Ort ist mordsgefährlich. Wo steckt eigentlich Oskar? Eben war er noch bei uns. Oskar! Weißt du uns den Weg? Durch die Tür da kommen wir niemals durch. Selbst Oskar kann sich nicht an den Brocken da vorbeischlängeln. Hunde sind doch von Natur aus begabt im Fährtenlesen. Vielleicht führt er uns hier raus. Oskar kann nur auf einem Auge sehen. Sieht er nicht quasi mit seiner Nase? Hilflos wirkt er jedenfalls nicht. Es sei denn, er stößt auf Hindernisse, die seine Fähigkeiten übersteigen. Du meinst wie diesen Brocken vor uns? Mit vereinter Kraft müsste er zu bewegen sein. Ansonsten sind die Aussichten eher trübe. Vertrauen wir Oskars Spürsinn. Seht nur, wie er schnuppert. Zu gleich. Wir kommen ja, Oskar, wir kommen. Kein Luftzug regt sich. Los, Jungs, hinterher. Mit Oskar haben wir immerhin eine Chance. Bleib schön bei mir, Oskar. Ich will nicht, dass du mir verloren gehst. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Weg nach oben zu finden. Blöd nur, dass uns Häppner und Armknecht alles weggenommen haben. Ja, und die Taschenlampe können wir auch vergessen. Vielleicht finden wir etwas, das uns weiterhilft. Haltet die Augen offen und seid bloß vorsichtig. Diese Anlage ist das reinste Labyrinth. Hier möchte ich nicht meinen Lebensabend verbringen. Was meinst du, Häuptling? Wir sollten immer zusammenbleiben. Aber lasst mich ein paar Schritte vorausgehen. So kann ich rasch die Lage peilen. Ich hoffe, wir finden einen Luxusfahrstuhl mit Liftboy. Dann mal los. Wo gehen wir lang? Oh Mann, ich glaube, hier waren wir schon.
Wenn ich bald höher komme, brennen mir alle Sicherungen durch. Das schwöre ich euch. Was mag das denn sein? Sieht aus wie eine Sicherung. Etwas vorsintflutlich, wie ich meine. Aber intakt. Lasst sie uns mal mitnehmen. Geht es noch tiefer hinunter? Wollten wir nicht nach oben? Vielleicht gibt es unten einen zweiten Treppenaufgang. Oder wir finden was anderes, das uns weiterhilft. Lasst uns nicht lange fackeln und lieber wieder umkehren. Oder, Jungs? Das ist aber ein komischer Feuerlöscher. Das ist eine Gasfackel, Klößchen. Offenbar neueren Datums. Sicher stammt sie von einem Bunkerforscher. Warte mal, ich teste sie an. Super, da ist sogar noch etwas Gas im Behälter. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Irgendwie hat die ganze Sache einen Haken. Ein Fleischerhaken oder was? Mann, wie in dem Horrorfilm, wo ein Gespensterpirat mit seiner Hakenhand alle abmuckst, die ihn verraten haben. Oh bitte, Klößchen, nicht schon wieder so eine Halloween-Geschichte. Sagtest du Pirat? Das erinnert mich an diese Enterhaken. Packen wir ihn ein.
Diese Tür bekommen wir niemals von alleine auf. Aber wer will auch schon wissen, was dahinter ist? Aber wir hatten doch auf eine andere Treppe gesetzt. Eine, die auf anderem Wege hinaufführt. Offenbar wurde die Tür mit Strom versorgt. Ist das dann nicht ein Notstromaggregat? Scheint mir defekt zu sein. Da fehlt eine Sicherung. Wie wär's denn damit? Da bin ich ja mal gespannt. Boah, ich fass es nicht. Das war zwar ein kurzes Vergnügen, aber für unsere Zwecke reicht's. Aber diese Treppe führt ja noch weiter hinunter. Nicht aufgeben, Gabi. Eine Treppe ist besser als eine Sackgasse. Sorry, Leute. Für ein Stück Sauerlich-Schokolade wäre ich jetzt Feuer und Flamme. Ich habe schon darauf gewartet, dass sich dein Magen meldet. Tut er doch immer irgendwann. Aber gegen eine deiner Kürbispralinen hätte jetzt wohl keiner mehr was einzuwenden. Sollen Hepner und Armknecht daran ersticken? Ich wünschte, wir hätten eine zündende Idee, wie wir entkommen, um ihnen gehörig die Schokolade zu versalzen. Oh, ein Feuerzeug. Funktioniert es? Yep, das behalten wir. Hier wimmelt es von Ratten. Ich hatte eh nicht vor, auf Indiana Jones zu machen. Es hat nicht einer von euch zufällig ein paar Katzen bei Frau Michels mitgehen lassen? Aber müssen wir da überhaupt lang? Na, wie gefällt euch das? Ja, geben wir es ihnen. Wo bleibt denn deine Tierliebe, Gabi? Hier unten? Bei Oskar. Hurra, der Weg ist frei. Das war knapp. Uns ist das Gas ausgegangen. Mann, ey, bloß eine Sackgasse. All die Mühe umsonst. Da kann man sich ja gleich den Strick nehmen. Donnerwetter, ein Seil. Daran können wir hoch und runter klettern. Na, wenn es sich nicht vermeiden lässt, stecken wir es ein.
Oh, krass. Nur eine Explosion kann ein solches Loch in die Decke gesprengt haben. Ist da oben überhaupt noch etwas stabil? Hier hilft keine Räuberleiter. Mit dem Haken am Seil sollte sich was machen lassen. Ja, das hält was aus. Tja, Oscar, sieht nach einer lustigen Kletterpartie aus. Ich mache den Anfang. Kommt ihr? Komm, Oscar. Ich halte dich ganz doll fest, versprochen. Na, klasse. So, Oscar. Jetzt hast du wieder Boden unter den Füßen. Merkt ihr auch, dass die Luft besser geworden ist? Du hast recht, Gabi. Lass uns keine Zeit verlieren. Das wäre der offizielle Weg hierauf gewesen. Gut, dass wir eine andere Möglichkeit gefunden haben. Man sieht ja kaum was, nur diese Streifen an den Wänden. Gabi, was meinst du? Kann Oscar uns weiterführen? Oscar scheint tatsächlich etwas zu wittern. Komm, Tim, jetzt ist er an der Reihe. Na los, Oscar. Wer ist denn jetzt unser Häuptling, hä? Wer ist denn unser neuer Häuptling? Ja, so ist es fein. Ich möchte zu gern wissen, was du alles so erschnupperst. Komm, führ uns hinaus. Oscar hat wohl etwas Interessantes gefunden. Bist du sicher? Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wo soll denn da was sein? Gute Frage, Jungs. Irgend so ein Metalldings. Und das fandest du interessant, Oscar? Damit lässt sich vielleicht eine Konservendose öffnen, falls wir einen Vorratsraum finden oder so. Ob Brechstange oder Stemmeisen, das ist ein prima Werkzeug zum Aushebeln und Aufbrechen. Außerdem wäre Oscar gekränkt, wenn wir seinen Fund nicht mitnehmen würden.
Was gibt es denn hier? Hey, dringt da nicht Licht durch? Ja, das ist loses Mauerwerk. Die Wand wurde nachträglich hochgezogen. Das ist unsere Chance, hier rauszukommen. Geht alle ein Stück zurück. Ich sehe mal, was ich da machen kann. Bravo, Tim! Das Tageslicht hat uns wieder. Klasse! Meine Herren. Halt, Oscar! Warte! Oscar! Oh mein Gott! Oh mein Gott, tu doch was! Das hält er nicht lange durch. Der Rest wird bald auch noch einstürzen. Rasch! Wir müssen schleunigst einen anderen Weg zu ihm finden. Jetzt haben wir etwas Licht. Das ist unsere letzte Chance. Ich gehe wieder voraus. Beeilung! Macht hinne! Die Tür da. Die haben wir im Dunkeln völlig übersehen. Dann nichts wie durch. Los! Uff. Nicht schlapp machen! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ja? Los, jetzt schaffen wir es! Ganz ruhig, Oscar! Puh, das war ja knapp. Wo sind denn TKKG? Ah, sie haben es geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Nun aber rasch die Polizei informiert. Bevor Kommissar Glockner sich nun euren Fragen stellen wird, möchte ich rasch meine loswerden. Kommissar Glockner, ist Oscar jetzt zum Ehrenmitglied der Polizeihunde ernannt worden? Nein, aber wenn jemand eine Auszeichnung verdient hat, dann wohl Oscar. Immerhin hat er meine Tochter Gabi und ihre Freunde aus der tödlichen Falle des Bunkergeländes Hageforst Süd gelotst. Der Bunkerabriss hat übrigens bereits begonnen. Oscar verdient echt einen Orden. Und eine Extra-Ration Hundeschokolade an allen Sonnen- und Feiertagen. Das haben wir wirklich nur Oscar zu verdanken, dass wir rechtzeitig aus dem Bunker gefunden haben, um Alarm zu schlagen. Tim hat recht. Danach stürmten wir sofort ein Café, welches als Umschlagplatz für gefälschte Dokumente diente. Dort fanden wir zwei geständige Personen vor. Die eine Person bedrohte die andere gerade mit einer Waffe. Wir erfuhren den ganzen Sachverhalt. Es war genau so, wie in den Medien darüber berichtet wurde. Naja, und das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Bankräuber tatsächlich an der Grenze abfangen konnten. Dann sitzen dieser Heppner und sein Komplize jetzt also im Gefängnis. Nicht nur die. Allen Beteiligten wird der Prozess gemacht. Sie kommen in verschiedene Anstalten. Was Thilo Koschwitz alles verbrochen hatte, ergab sich erst im Rahmen der Ermittlungen. Die Liste ist lang. Seine Methode bestand darin, freigelassenen Straftätern zunächst ernst gemeinte Tipps zu geben und sie nach und nach in illegale Geschäfte zu verwickeln. Dabei machte er auf Kumpel. Die Masche funktionierte so gut, dass sogar unbescholtene Bürger darauf hereinfielen. Oh, Themenwechsel. Konnte die Beute aus dem Bankraub denn nun sichergestellt werden? Ja, Gott sei Dank. Alle sind jetzt zufrieden. Ich selbst habe zeitweise die Nerven verloren und weiß das Happy End wirklich zu schätzen. Ich hätte einfach früher auf TKKG hören sollen. Ja, das hätte er wohl, unser Kommissar Glockner. Zum Glück ist alles trotzdem gut ausgegangen. Ob das auch für das nächste Abenteuer gilt? Natürlich wieder mit Tim, Karl, Klößchen und Gabi.